Hochdorit bringt an diesem Wochenende trockene und sehr milde Luft nach Bayern. Im Passauer Land bleiben die Temperaturen mit 9 Grad einstellig, auf bis zu 16 Grad klettern die Temperaturen im Münchner Raum. Im Allgäu vertreibt der Föhn die Kälte. Im fränkischen Flachland werden spätestens am Sonntag 14 Grad erwartet. Auf eine Maß in den Biergärten. Einige Biergärten in Bayern stellen sich deshalb schon auf die Saison ein. Geöffnet haben unter anderem Bayerns größter Biergarten, der Hirschgarten in München, sowie der Biergarten am Chinesischen Turm in München. Beim Bräustüberl von Kloster Andex im Landkreis Starnberg stehen erste Biertische auf der Terrasse und auch im Biergarten des Bräustüberls in Aying im Landkreis München können die Besucher am Wochenende schon draußen sitzen. Wer Tische auf einer Terrasse hat, deckt dort auf, sobald die Sonne scheint. Im Bräustüberl Tegernsee stehen die Tische vierreihig und es gab kaum einen Platz am Samstag. Skifahren weiterhin möglich. In den Bayerischen Alpen herrschen dessen ungeachtet in allen Höhenlagen weiterhin sehr gute Pistenverhältnisse. In den Tälern liegen jetzt 40 bis 80 cm, auf den Bergen betragen die Schneehöhen 170 bis 250 cm, auf der Zugspitze bis über 4 Meter. Allerdings wird der Schnee durch die milden Temperaturen von bis zu 9 Grad in 1500 Metern Höhe im Laufe des Tages auf den Talabfahrten und südseitigen Hängen nass und schwer. Wintersport ist auch weiterhin im Bayerischen und im Oberpfälzerwald sowie in den fränkischen Mittelgebirgen möglich. Punkt. Abends Handschuhe einpacken. Abends und in der Nacht sollte man sich durch die Sonnenstrahlen des Tages nicht täuschen lassen, da sinken die Temperaturen.